Hallo, ich bin Christina von Lightspeed und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Zahlungsterminal S1F2 anschließen können. Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Schachtel, in der sich das Terminal befindet, nicht geöffnet wurde und dass das Sicherheitssiegel unversehrt ist. Das Siegel ist ein rotes Etikett mit einem Strichcode und einer Nummer, das auf den Deckel des Kartons geklebt ist. Brechen Sie das Sicherheitssiegel auf, nehmen Sie das Terminal aus dem Karton und überprüfen Sie es auf eventuelle Manipulationen. Überprüfen Sie außerdem, ob die Seriennummer auf dem Terminal selbst mit der auf dem Karton übereinstimmt. Schalten Sie nun das Terminal ein, indem Sie das Netzteil anschließen und den Knopf an der Seite des Terminals gedrückt halten. Während des Einschaltens schaltet sich das Display einige Male ein und aus. Lassen Sie den Akku mindestens 4 Stunden lang aufladen, während Sie mit den nächsten Schritten fortfahren. Legen Sie die Papierrolle in das Gerät ein, indem Sie den Riegel an der Abdeckung hochziehen und die Papierrolle in der richtigen Ausrichtung in das Terminal einlegen. Schließen Sie die Abdeckung, wobei das Papier etwas herausragen muss. Wählen Sie nun die von Ihnen gewünschte Sprache auf dem Willkommensbildschirm aus. Danach können Sie Ihr WLAN einrichten. Fügen Sie das gewünschte WLAN hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen klicken und den WLAN-Schalter einschalten. Danach können Sie das WLAN auswählen, mit welchem auch Ihre Kasse arbeitet. Geben Sie nun das benötigte Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe mit dem grünen Häkchen. Verlassen Sie nun das Menü, gehen Sie zurück zum Startbildschirm und boarden Sie das Terminal. Das Boarding kann bis zu 30 Minuten beanspruchen. Währenddessen können Sie bereits in Ihrem Backoffice die nötigen Informationen hinterlassen. Überprüfen Sie zunächst unter Konfiguration, Einstellungen und Zahlungsarten, ob die Zahlart LS Pay bereits erstellt wurde. Wenn dies noch nicht der Fall ist, dann treten Sie bitte mit unserem Support-Team in Kontakt. Wechseln Sie danach zu Konfigurationen, ebenfalls Konfiguration und überprüfen Sie hier, ob LS Pay ebenfalls an der Kasse aktiviert ist. Aktiv ist es dann, wenn das LS Pay-Symbol blau leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, schalten Sie es bitte ein und speichern Sie die Einstellung so ab. Als nächstes fügen Sie unter Konfiguration Hardware und Zahlungsterminals Ihr neues Zahlungsterminal hinzu. Fügen Sie zunächst einen Terminalnamen ein. Bei mehreren Terminals bietet es sich an, einen ortsgebundenen Namen zu verwenden. Danach wählen Sie den Terminaltypen Lightspeed Payments Agen. Fügen Sie die IP-Adresse ein, die Sie unter Settings und Geräteinformationen finden können. Als letztes wählen Sie die Terminal-ID aus, die sich aus dem Terminaltypen S1F2-000 und der Seriennummer zusammensetzt. Diese können Sie ebenfalls in der Geräteinformation finden. Setzen Sie hier Ihr Häkchen, wenn Sie möchten, dass Händler- und Kundenbeleg am Terminal gedruckt werden und speichern Sie die Einstellung so ab. Im letzten Schritt wählen Sie im Hauptmenü Kassen und im Untermenü ebenfalls Kassen aus. Bearbeiten Sie hier nun alle Geräte, die Sie mit dem Zahlungsterminal verbinden möchten. Wählen Sie unter Zahlungsterminal, welches verbunden werden soll, das soeben erstellte Gerät aus und speichern Sie die Einstellung so ab. Danach laden Sie einmal die Konfiguration neu. LS Pay wird Ihnen nun an Ihrer Kasse angezeigt und Sie können dies auswählen, um das Zahlungsterminal zu benutzen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben und schauen Sie auf unserem YouTube-Kanal auch alle weiteren Videos zum Thema Lightspeed Payments.